Willkommen, meine lieben Freunde, und noch einmal willkommen zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Dankeschön für die positive Bewertung beim letzten Part. Und ja, wir sind stehen geblieben hier kurz nach der Kneipenschlägerei, wo wir gezüchtigt worden sind von dem guten alten Herrn. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's einfach nicht mit den Namen. Tut mir leid. Der Dicke da. Weiß wahrscheinlich jeder, wen ich meine. Genau, und der hat uns jetzt nun, was ich wirklich cool finde, hat uns jetzt in die Dienste vom, ich schau nochmal nach. Der hat uns in die Dienste vom Herrn Hans, den Namen muss ich mir merken können, vom Herrn Hans gestellt, und wir dürfen jetzt morgen, also jetzt dann, ich gehe jetzt dann schlafen, dürfen wir dann, also nein, ich gehe jetzt nicht schlafen, aber ich gehe als Charakter hier schlafen und dürfen wir auf die Jagd gehen und bestimmt, können wir dann, beziehungsweise kommen wir dem Typen auch mal ein bisschen näher. Wenn da nicht sogar irgendwie so ein Vorfall kommt, dass wir vielleicht sogar angegriffen werden von irgendwelchen Dieben und ey, so stelle ich mir das einfach vor, keine Ahnung. Das ist so irgendwie die logische Schlussfolgerung, die ich dann ziehen würde, dass wir uns durch diese Erfahrung, dass ich dem Typen irgendwie ein bisschen näher komme oder ihm irgendwie sogar vielleicht das Leben rette, ich weiß es nicht. Ich habe übrigens die Kamera mal ein bisschen anders gestellt, die ist jetzt ein bisschen weiter oben, sagt mir mal, wie ihr das findet. Tut das oben in der Infokarte, tue ich da mal die Umfrage starten, wie ihr das findet. Da könnt ihr sagen, ja, ist gut, nee, mach wieder so wie vorher. Ich mag Veränderungen nicht. Und genau, könnt ihr also, jetzt müsst's aufploppen, oben rechts bei euch, und dann könnt ihr das mal bewerten. Noch weiter an der Stelle möchte ich jetzt den guten alten Nils begrüßen. Ich habe gewusst, das ist ein alter Freund von mir, der habe jetzt heute erfahren, dass der auch meine Videos guckt, beziehungsweise von Kingdom Come Deliverance. Und ja, fand ich mega cool, und dann wollte ich den an der Stelle jetzt mal, begrüßen. Wir sollen eine Fackel rausnehmen. Die müsste ich ja noch haben. Die habe ich nicht mehr. Ja gut, dann gehen wir schlafen. Wo können wir uns eigentlich hier schlafen legen? Ich weiß das gerade gar nicht. Oh, wir können das eigentlich auch so machen. Wir gehen da schnell runter, legen uns da schlafen, können da unten noch was essen, weil die gute alte Theresa wird uns sicher was... Oh, den Namen kann ich noch. Und die wird uns sicher was zu essen machen. Und ja. Wann wird denn dieses Video hier online kommen? Am Dienstag. Also wenn ihr das Video guckt, ist wahrscheinlich Dienstag. Genau. Okay. Das wollte ich nur mal kurz berechnet haben. Da geht's, glaube ich, ins Haus. In unser Schlafgemach. 4 Sterne. Oh, einfach gegen die Tür geschlagen. 4-Sterne-Hotel hier. 5 Sterne. So, natürlich die Türe schließen. Oh, der ist immer noch am Arbeiten, der gute alte Paschek. Und jetzt gehen wir dann hier noch rein. Wow. Ich bin so einer, der tut daheim immer die Türen zumachen. Kennt ihr das? Ich bin so einer, der braucht echt viel Privatsphäre. Ich hasse das, wenn meine Türen im Zimmer offen stehen. Ich wohne zwar nicht mehr bei den Eltern, ich wohne mit meinem Bruder zusammen, aber ich bin echt einer, ich will meine Privatsphäre haben. Genau. Oh, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wann wir denn mit dem auf die Jagd gehen. Ich darf das natürlich auch nicht verschlafen, das kommt natürlich nicht gut. Lass mich das schnell erstmal abchecken. Wann sollen wir denn auf die Jagd? Ich soll Herrn Hans Carbon am Morgen auf dem Vorplatz der oberen Burg von Ratai treffen. Am Morgen. Also ich schätze, was ist denn... Was ist denn für die Morgen? Also, mein Morgen. Das ist ja nicht mein Morgen gemeint. Ich würde sagen, 6 Uhr, 7 Uhr? Ich denke mal so 6 Uhr wird das sein, ne? Ich denke mal schon. Tun wir mal 7 Stunden schlafen, ist doch gut. Genau, und was wollte ich sagen? Ah ja, ich bin einer, der... Ich brauche meine Privatsphäre, ja? Ich will meine Tür immer zu haben und ich hasse das, wenn die offen steht. Genau. Und wie geht's euch so? Könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich tue auch jedes Kommentar beantworten. Oder zumindest ein Herzchen bekommt ihr von mir. Okay. Ich bin gerade jetzt, wir haben jetzt gerade noch Sonntag und ich bin gerade jetzt noch im Überlegen, welche anderen Games ich noch machen will. Also Kingdom Come Deliverance wird auf jeden Fall noch weiterlaufen, weil es läuft ja wirklich gut. Euch gefällt's, merke ich ja, und ihr schreibt mir schöne Kommentare. Ich krieg Likes drauf und ich will nicht nochmal schlafen. Und Klicks sind auch okay, finde ich gut, und so lange mache ich das auch weiter, und mir gefällt das Spiel ja an sich auch mega, ich finde ja die Story extrem geil, und ich bin, wie gesagt, noch ein bisschen am Überlegen, welche anderen Videos ich machen soll. Ich habe gemerkt, viele wollen Science-Fiction-Games haben, so wie die letzten zwei, die ich vorher gemacht habe, The Station und Far Out. Ein paar wollen noch, dass ich wieder Horror-Games mache, so wie The Nightfall, und da ich ja meistens immer so 3 Games auf meinem Kanal habe, denke ich, dass ich einfach... Mit dir sein, Heinrich. Danke, mit dir auch, Paschek.
habe ich gedacht, dass ich sicher in erster Linie halt Kingdom Come Deliverance mache und im zweiten dann wahrscheinlich irgendein Horror-Game, was abends dann kommen wird und das dritte irgendein Science-Fiction-Spiel, was dann so gegen 16 Uhr meistens kommen wird. Genau, ich laufe das jetzt aber nicht alles da hoch. Ah, da müssen wir den treffen, da können wir uns auch gerade, können wir gerade den Weg hier gehen. Genau, das habe ich so gedacht und ich bin halt noch am Überlegen, was ich spielen soll, weil ich will halt auch nicht irgendwelche so alten Stullen auspacken, ne? Muss mal schauen. Vielleicht immer gucken, was du... Oh. Guck mal das schöne Bild an. Es regnet. Oh, ey, richtig schönes Bild. Sehr schön. Okay. Hier müssen wir, glaube ich, lang, um den zu treffen. Oh, wir müssen auch noch was essen. Oh, da haben wir noch irgendwas. Oh, jetzt muss ich erstmal noch Essen kaufen gehen. Müssen wir das zuerst machen. Kann ich eigentlich gerade wieder runter. Gut, wir könnten natürlich gucken, ob wir in der Schenke was zu essen bekommen. Weil mit leerem Magen lässt sich nicht gut jagen, wahrscheinlich. Außerdem sieht man ja auch, dass die Ausdauer runtergeht. Scheiße, da ging es nicht lang. Darunter müssen wir. Nest. Du entdeckst Nest? Was für ein Nest? Hühner? Aber vielleicht ist das so eine Art Legebatterie für Hühner oder so. Damals im Mittelalter einfach. Jo. Boah, es sieht richtig schön aus. Bei euch sieht es wahrscheinlich nicht so krass aus wie bei mir, weil ich tue das ja, das wird ja, das ist, ich meine, das Video guckt ihr ja nicht so, wie ich das hier aufnehme. Das ist ja logisch. Ihr guckt es ja mit 1080 und ich weiß ja nicht, was das hier für eine Auflösung ist, was ich da spiele. Zu der Schenke ging es hier. Da war das letzte Mal die Schlägerei gewesen. Noch eins weiter. Das war eben gerade unser Wachkumpane. Nachtigall ist, glaube ich, da lang gelaufen. Ist das der Wirt? Nee, das ist ein Bürger. Oh, hat die überhaupt schon offen, die Schenke? Mir der Magen weh. Na, verschlossen. Nein, die hat gar nicht offen. Aber wieso sitzen dann hier Leute? Oder geht's hier zur Schenke rein? Oh. Also müssen wir doch nochmal ganz schnell runter, Leute. Tut mir leid. Aber wir müssen was essen. So können wir nicht auf die Jagd gehen. Dann müssen wir den Hans halt ein bisschen warten lassen. Es stand ja im Quest auch keine Uhrzeit, wann wir uns mit dem treffen sollen. Ich frage mich, ob die ganzen Bettler hier aus Scarlets kommen. Also die meisten sicher. Ah, hier ist die Schenke. Stimmt. Bürger. Aber die Schenke ist schon offen anscheinend. Oh, vielleicht können wir auch was zu essen klauen. Guck mal hier. Scheißegal. Nein, ich will doch essen. Ist das eigentlich verboten? Hunger haben wir auf jeden Fall nicht mehr, ich glaube nicht. Der wird nichts dagegen haben, dass wir mal ein bisschen Linsen eintopfen naschen. Ich finde die Atmosphäre in dem Spiel einfach genial, also wirklich. Das ist nicht so voll Science Fiction, das ist halt so richtig schön gehalten, wie man sich halt wirklich vorstellt, wie es damals war, ne? Dreckig und rustikal und dann noch die schöne Musik im Hintergrund. Macht es halt wirklich atmosphärisch, das Spiel. Finde ich wirklich toll. So. Auf dem Vorplatz der Burg. Das ist, glaube ich, da oben, nicht? Scheiße, da sind wir vorhin langgelaufen. Ja. Ich mache das lieber mal so. Jetzt haben wir es auch schon 8 Uhr morgens. Aber wie gesagt, es stand ja auch keine Uhrzeit da. Aber ich wette mit euch, der Hans, der meckert wieder rum. So, hier irgendwo müssen wir den treffen. Da ist er. Das, guck mal, wie der da schon steht. Das ist 100 pro der Hans. Dachte ich es mir doch. Mal schauen, was der zu sagen hat. Hier bin ich. Ich bin hoch erfreut. Hast du ein Pferd? Nein, Herr. Woher sollte jemand wie ich eins haben? Wohl wahr. Höchstens ein Karrengaul. Nun, du wirst mir wohl wie ein braver Hund hinterher trotten müssen. Ich will aber ein Pferd haben. Kann ich mir eins leihen? Aber Herr, vielleicht kann ich mir eins leihen. Oh, gewiss. Wieso nimmst du nicht meines? Oder du läufst nebenher, wie es sich für einen Bauern geziemt. So ein Wichser. Kann ich da nicht einfach aufsteigen auf das Pferd? Geht nicht. Oh, gefällt mir gerade gar nicht.
wenigstens reitet er einigermaßen langsam, dass man ja nachkommt. Jetzt dem Pferd einen kleinen Klaps auf den Arsch geben, das wäre was, ne? Oh, ich muss mal schnell nachschauen. Tut mir leid, ich habe vergessen, dauerweise auszuschalten. Alles nicht schlimm. Oh, der wartet auf uns. Mach doch mal. Hey, was ein Arsch! Ist das für den Galopp oder was? Leute. Hä? Habe ich mein Schwert gar nicht ausgerüstet? Wieso ist das jetzt immer wieder draußen und drin? Oh, den Ring müssen wir auch noch abgeben. Ja, jetzt haben wir plötzlich wieder die Fackel. Naja, egal. Wir hätten uns doch mal waschen sollen. So. Wo reiten wir überhaupt hin? Hör zu, Schmied. Wegen der Sache in der Schenke. Ja, Herr. Hanusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Viel, vornehmer. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur... Als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr... Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Und du hast mich auch vexiert. Warst frech zu Hauptmann Bernhard und wurdest dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, selbst wenn es für meine Ehre ist, sitzt mir Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt. Ich wollte niemandem drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Ha! Man sieht, wir kommen uns näher. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Ich sag's euch, wenn wir es uns mit dem Hans gut machen, haben wir richtig gute Karten in der Hand. Das kann ich euch sagen. Es hat ja doch was Positives, dass wir Schlägerei mit dem angefangen haben. Immerhin sind wir jetzt aus den Diensten von dem Vogt draußen, dass wir nicht mehr in der Wache unsere Lass Runden laufen müssen. Über etwas anderes sprechen. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Und wenn du es nicht völlig verbockst, nehme ich dich vielleicht wieder mit? Einen Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterherzurennen, ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Ich werde mein Bestes geben, ja. Bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Wenn das Video zu lang sein sollte, ich möchte jetzt die Jagd nicht wirklich abbrechen, weil da kein Speicherpunkt dazwischen ist, werde ich einfach wieder zwei Parts draus machen, ne? Also wundert euch nicht, wenn das Video dann einfach aufhört wieder, wie das letzte Mal. Dann spiele ich das am Stück halt durch. Will das nur schon mal vorwarnen. Ich wollte dich etwas über Scarlets fragen. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Kumanen griffen Scarlets an und... Alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen. Ist das wirklich nötig? Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... Also... Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Wie du wünschst, Herr. Und nicht trödeln. Versuchen wir vor Einbruch der Nacht dorthin zu gelangen. Ja komm, als ob wir jetzt die ganze Nacht... Ah, okay, ich dachte schon. Oh mein Gott, wie weit die laufen. So weit. Also es ist 9 Uhr morgens, also so... Da haben die ja ganz schön gespurtet, wenn er zuerst dachte, dass sie es nicht vor Einbruch der Nacht schaffen. Oder dass es knapp werden könnte. Ah, wir sind noch gar nicht wirklich da, oder? Ah doch, wir sind da. Hier schlagen wir das Lager auf. Es scheint so ein kleiner Jagdvorposten zu sein, ne? Aber schon krass, dass das so ein Adliger ohne Wachen und... Ja, okay, wir sind jetzt dabei, aber... Dass der einfach so alleine hier rausgeht...
Ich hätte gedacht, dass die zumindest einfach eine Wache mitnehmen oder so. Ich meine, zum Schutz, ich weiß nicht, keine Ahnung. Gut, Adliger heißt ja nicht unbedingt gerade König oder so, aber der ist einfach höher gestellt als wir, ne? Oder als ich. Bei dem Regen will der hier draußen sitzen. Hol mir Wein und Speck aus der Satteltasche. Oh, jetzt lässt er uns erst hierher laufen, um mich dann wieder zurück zum Pferd zu schicken, oder was? Der hat Ansprüche, das ist unglaublich. Unglaublich. Wein und Speck. Da ist Speck. Und da ist Wein. So. Wo bleibst du mit dem Wein? So. Schon dabei, Herr. Na, endlich. Bitteschön, dein Wein und dein Speck. Dein Speck und dein Wein. Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratei rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Also, nach den Eltern zu fragen, ist vielleicht schon ein bisschen früh. Das wird er wahrscheinlich schlecht auffassen. Womit vertreibst du dir deine Zeit? Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanusch zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Mein Herr, der Ochse da entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Selbst studieren ist interessanter. Okay, jetzt fragen wir mal nach den Eltern. Wie kommt es, dass Hanusch sich um dich kümmert? Also erstens kümmert Hanusch sich nicht um mich. Ich bin kein Kleinkindbübchen. Hanusch verwaltet lediglich meinen Besitz, bis ich erwachsen bin. Wann wird das sein? Was soll das heißen? Nichts. So war das nicht gemeint. Ich meine, du kommst mir schon sehr erwachsen vorher. Schwer zu sagen. Vor seinem Tod stellte mein Vater einen Rat aus Adligen zusammen, um das zu entscheiden. Nur haben die keine Lust, durchs halbe Land zu reisen, um das Anrecht eines Jünglings zu bewerten. Unter normalen Umständen wäre das nicht notwendig. Der König würde das entscheiden, aber... Der König ist fort. Genau. Okay. Ich habe keine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Keine Sorge, ich erwarte nicht viel. Komm hier einfach nicht in den Weg und sammle auf, was ich erlege. Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Wir haben doch noch gar nichts getroffen, also nur der. Von Scarlett. Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Also reden wir mit ihm mal. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen. Meine Eltern wurden beide in Scarlett getötet. Vor meinen Augen. Die Kumanen schlachteten meine Freunde und Nachbarn ab. Und es grenzte an ein Wunder, dass ich entkam. Das tut mir leid. Aber sag mir eins. In der Schenke hört man das. Sigismund auf einem Drachenritt? Die Kumanen Hörner und Hufe haben? Verzeih mir, Herr, aber für mich ist Scarlett keine Abenteuergeschichte, die man in der Schenke erzählt. Schon gut. Ich verstehe. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja, Herr. Okay. Dann werden wir uns wahrscheinlich jetzt schlafen legen. Warte bis zum Morgengrauen. Gut, meine lieben Freunde, ich werde an der Stelle jetzt den Part beenden. Und ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem guten alten Hans auf der Jagd zu sich gehen wird, würde ich euch empfehlen, dran zu bleiben. Beziehungsweise den nächsten Part morgen abzuwarten. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und vielen Dank, dass ihr auch bisher hierhin geschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, haltet die Ohren steif, euer Nier, ciao!